So, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zur Demo-Version von The Search. Ich würde sagen, gucken wir mal rein, was das für ein Game ist. Ich habe mich darüber jetzt noch nicht wirklich informiert. Ich hatte den Trailer mal gesehen und der sah ziemlich actionreich und martialisch aus. Und von daher habe ich mir gedacht, naja, zock's das mal an. So, dann wollen wir mal loslegen, würde ich sagen. Mal gucken, was uns erwartet. Im alten Griechenland sagte man, eine Gesellschaft blühe auf, wenn alte Männer Bäume pflanzen, in deren Schatten sie niemals sitzen werden. Wir neigen dazu, das zu vergessen, leichtfertig zu sein. Doch wir müssen an dieser Aufgabe wachsen. Es ist an uns, die Saat auszutragen. Und es ist an uns, sie zu hegen, bis sie Wurzeln schlägt. Creo ist nicht bloß ein Unternehmen. Mit Resolve legen wir den Grundstein für einen Weg in die Zukunft. Folgt uns in eine neue Ära. Ein Utopia für die Menschheit. Mit jedem Start heilen wir diesen Planeten. Die Rückkehr zu einer verlorenen grünen Welt, wo unsere Kinder im Licht der Sonne spielen. Resolve belebt unsere Erde. Resolve belebt uns. Wir alle haben davon geträumt. Nun wird es durch Creo Realität. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam können wir alles erreichen. Entfessle dein volles Potenzial mit uns. Willkommen! Wie schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich und ich weiß, ihr freut euch auch. Creo, ihr wisst, wer wir sind. Oder zumindest denkt ihr das. Wohin ihr auch schaut, wir sind da. Ob ihr uns seht oder nicht. Aber sehen wir doch mal genauer hin. Creo ist einer der größten Hersteller für Industrie- und Konsumgüter. Doch wir sind so viel mehr. Und darum seid ihr hier. Bei Creo greifen wir immer nach den Sternen. Klar. Wir hatten immer das große Ganze im Blick. Von unserer Arbeit in der dritten Welt, über unsere städtischen Bildungsinitiativen, bis natürlich zu Projekten wie Resolve, die uns allen helfen. Creo will die Welt nicht nur verändern. Mit Projekt Resolve werden wir sie retten. Wir machen keine Unterschiede. Bei Creo ist jeder Teil der Lösung. Also willkommen in eurem neuen Leben, als Teil der Creo-Familie. Okay, jetzt konnten wir erstmal die Kamera einstellen, ob invertiert oder nicht. Fahrtende. Rousseau-Station. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Toll, wir sitzen in einem Rollstuhl. Klar, dass er sich gemeldet hat, weil er vielleicht auch wieder laufen hat. Wahrscheinlich auch nicht so die finanziellen Mittel. Willkommen bei Creo. Wir freuen uns, euch als Teil unserer stetig größer werdenden Familie begrüßen zu können. Dieser Bereich schließt in wenigen Minuten. Bitte begebt euch umgehend zur Registrierung. Was soll die denn sein? Hinten, wa? Wenn hinten die Wege versperrt sind, muss das ja hier dieser der Weg sein. Toll, Treppen, da komme ich sowieso nicht hoch.
Wir bitten alle Fahrgäste, sich umgehend zur Jobregistrierung zu begeben. Diese Station wird in Kürze geschlossen. Willkommen bei der Registrierung. Wir bei Creo glauben an das richtige Werkzeug für den richtigen Job in der richtigen Hand. Bitte wählt zwischen unseren zwei derzeitig verfügbaren Positionen und bildet eine ordentliche Schlange. Nach der Registrierung erhält jeder Mitarbeiter seinen persönlichen Ausrüstungscoupon. Zum einen Feldtechniker hatten wir eben und dann a Heavy Operator, okay. Feldtechniker würde ich mal sagen, wa? Lebst du dein Leben gern auf der Überholspur? Creo liefert die Schnellstraße zum Erfolg als Servicetechniker. Agil, vielseitig, state of the art. Schalte mit uns einen Gang rauf und rette noch heute die Welt von morgen. Ja, wollen wir mal. Wollen wir uns mal einschreiben? ExoRig-Installationsprogramm läuft. Okay. Programm abgeschlossen. Patient sediert. Operation wird eingeleitet. Jetzt würde ich auch ein bisschen Schiss kriegen. What the fuck? Hat das wohl mit der Betäubung nicht so geklappt? Implantiere Neurolink. Oh. Alter Schwede, ist das heftig? Ey, ich kann laufen. Was ist passiert? Sie wurden zur Demontage ausgewiesen. Bitte unterlassen Sie... Wurde zur Demontage ausgewählt. Na lecker. Deswegen schleift man mich wie ein Stück Müll durch die Kante. Raketenfriedhof, okay.
Implantat erhalten, aha. Implantate. Kann anscheinend noch nicht einsetzen. Medibay? Oh nee, nicht schon wieder so ein Scheißstuhl. Unser Energiekern ist defekt. Hören Sie mich? Hallo? Hören Sie mich? Sind ja. Sie noch da? Ihr Exo-Rig wurde beschädigt und das Notsignal hat sich aktiviert. Sie müssen zurück in die Fabrik. Das Ding läuft doch. Das ist mein geringstes Problem. Ich meine, ich kann laufen. Hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal behaupten könnte. Gut zu hören, aber der Exokern sieht nicht gut aus. Sie brauchen einen neuen, um Ihr Rig voll funktionsfähig zu machen. Gut, dann spaziere ich einfach mal weiter in Richtung Fabrik, ja? Ich würde definitiv davon abraten zu laufen. In der Nähe sollte es eine Magnetbahn geben. Die sind nie weit weg von den Servicestationen. Ich kenne sie nicht mal. Ich bin hier umgeben von Leichen. Vielleicht kann sich ja jemand erbarmen und mir sagen, was zur Hölle hier läuft. Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Sie müssen wieder reinkommen. Vielleicht können Sie irgendetwas machen, um sich zu verteidigen. Die Servicestationen verfügen immer über eine Montageeinheit. Mhm. Fein, bin unterwegs. Hören Sie mich. Montageeinheit. Ich kann noch nicht mal bohren und nicht mal aufrüsten, weil mein Exo kaputt ist. Und angegriffen wurden wir auch noch. Und wir wissen nicht, was los ist. So, dann wollen wir mal loslegen und unseren defekten Energiekern austauschen. Erstmal würde ich sagen, scannen wir die Gegend, weil hier gibt es ja nun immer massig viel zu finden. Da gehen wir erstmal nicht lang. Gehen erstmal hier hinten lang. Ich kann nicht glauben, dass Sie Dr. Chavez einfach gefeuert haben. Nach all den Jahren harter Arbeit und Herzblut für diese Firma. Ich schätze, das ist die Quittung, wenn man für seine Überzeugungen aufsteht. Das Besorgniserregende ist... Sie hat recht. Ich habe die Daten gesehen. Wir müssen dranbleiben, jetzt mehr denn je. Geringere hätten längst aufgegeben, aber sie nicht. Und wenn sie es nicht tut, dann tue ich es auch nicht. Was definitiv echt interessant ist zu sagen, die Gegner tauchen wieder auf, wenn man erstmal wieder zurück ist in dieser Station, wo man dann auch seine Energie wieder auffüllen kann und alles drum und dran, dann tauchen die Gegner einfach wieder auf. Und dann nicht nur ein oder zwei, sondern in Scharen. Aber wenn wir uns erstmal aufgerüstet haben und uns den Energiekern besorgt haben, dann wird das auch schon wieder ein bisschen einfacher. Hoffe ich mal.
Man sollte sich auf jeden Fall hier nicht runterfallen lassen. Es gibt auf jeden Fall einen ziemlich krassen Fallschaden. So, den sollten wir am besten erstmal ignorieren. Weil die sind so gut wie unkaputtbar im Moment. Der hier auch. Das ändert sich dann später. Nur der da vorne, der eben so geleuchtet hat, der ist durchaus interessant. Weil der hat nämlich einen Energiekern, deswegen leuchtet er so. Und den müssen wir jetzt erledigen. Genau, fühlt euch nicht so sicher, wenn man ein bisschen Abstand hat. Die können auch gerne mal springen. Und das mitunter ganz schön weit. So, jetzt können wir bei der Medibay endlich uns hier die neue Batterie einsetzen. Und somit endlich mal unseren Anzug aufrüsten. Und somit können wir mehr Schaden generieren. Willkommen, Warren. So, Störung ist behoben. Jetzt können wir hier neue Implantate reinsetzen. Aber vier neue Implantate können wir leider nicht reinsetzen. Sondern einfach nur die, die wir ohnehin hier schon eingesammelt haben. So, sind jetzt alle drei drinne. Ein Metall lagern wir jetzt mal hier nicht. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir mehr Power brauchen. Wiederhergestellt. Datenbank wird überprüft. Ausrüstungscoupon registriert. So, jetzt kriegen wir unsere Ausrüstung. Eingelöst. Und zwar haben wir jetzt einige Schemata erhalten. Und diese Schemata können wir dann halt jetzt mit dem Altmetall produzieren. Und können dann unseren Anzug aufrüsten. Im Moment können wir nur Verteidigung aufrüsten. Das bringt uns aber im Moment nichts. Das Altmetall sollten wir unbedingt lagern. Weil wenn wir sterben, beziehungsweise außer Gefecht gesetzt sind, haben wir das große Problem. Schönen Tag, Warren. Dass wir das Altmetall wieder einsammeln müssen. Und das in einer bestimmten Zeit, ansonsten ist es weg. So, da wir jetzt den Kern haben, können wir jetzt auch einige Türen aufmachen, außer die sind rot und somit gesperrt. Die gehen dann aber nur von der anderen Seite auf. So, jetzt müssen wir den Monitor haben. Genau, jetzt sehen wir, wie viel Energie er hat und können auch viel besser und anders da, ja, ihn angreifen. Und so stellt der Gegner an sich keine große Gefahr mehr dar. So, und mit Viereck können wir so eine Art Finisher eher machen. Und ja, dadurch haben wir den Gegner dann noch schneller ausgeschaltet. Wichtig ist gedrückt halten. Man drückt ja manchmal in der Eile einfach nur einmal, aber besser ist, wenn er es gedrückt haltet. Gedrückt hat, funktioniert es natürlich nicht. So. Mit X kann man auch noch ausweichen. Und da durchaus angebracht.
So, jetzt können wir nämlich hier diese Sachen auch überladen. Wir können somit auch weiterkommen. Schaltkreis ist überbrückt. Das heißt, wir kommen jetzt hier rein. Und hier gibt es auch wieder einiges zu sammeln. Etwas revitalisieren tun wir uns ja jetzt. Das hatten wir ja mit aufgelevelt. Aber wie gesagt, die sind mitunter ziemlich flink und hinterlistig. Also aufpassen. Und am besten legt man sich nicht mit mehreren gleich an, sondern erstmal nur mit einem. Das ist auch ganz logisch. Oh Mist, jetzt hat es uns mal erwischt. Da hätte ich mal lieber so ein Medikit nehmen sollen. Das ist aber das bescheidene Problem, dass wir unser Altmetall wieder suchen müssen, das was ich eben erwähnt hatte. Und die Gegner sind natürlich wieder alle da. Haben wir noch, das kriegen wir schon hin. Genau, jetzt können wir hier auch wieder neue Sachen überladen und mit anderen Sachen interagieren. Wichtig ist nur nicht, dass wir während der Interaktion natürlich von denen nicht erwischt werden. So, Altmetall ist wieder da. Ah, das konnten wir noch nicht, unsere Kernleistung ist noch nicht hoch genug. Das konnten wir also somit noch nicht überladen. Also geht nur, wenn es grün ist. Na komm her. Wie war denn das hier? Na. Können wir das noch nicht? Na super. Wie gesagt, unterschätzt sie nicht. Gehen zwar leicht kaputt, aber ja. Eigentlich wollte ich da hoch, wollte den ganzen Kram aufsammeln, aber das passiert, wenn man zu gierig ist. Schönen Tag, Warren. Da habe ich heute mal eine nicht so besonders gute Leistung abgegeben. Ausgewichen. Eine Tür ist von der anderen Seite versperrt. Da war noch nicht genug Saft, um das zu überladen.
Jetzt haben wir praktisch eine Abkürzung freigeschaltet. Kisten und sowas könnt ihr übrigens kaputt machen. Ist nur Mist, wenn man währenddessen angegriffen wird. Ah, das ist gesperrt. Das wird noch nichts. Können wir nur hoffen, dass sie uns jetzt zwischendrin nicht erwischen. Zum Glück hat er uns nicht gleich platt gemacht. Aber das war jetzt echt knapp. So, jetzt können wir hier, glaube ich, wieder eine Abkürzung freischalten, ja. Was ja durchaus sinnvoll ist, weil wenn die andauernd wieder auftauchen, ist er nervig. Dieses grüne, schleimige Zeug sollte da übrigens nicht rein. Aber ich glaube, das kann man sich auch schon denken. So, dann gehen wir jetzt erstmal zur Medibay zurück. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Alter Schwede, jetzt wird man hier schon die ganze Zeit arbeiten geschickt. Wird immer schlimmer. Kernleistung erhöhen, na, das geht. Dann machen wir das mal. Ah, hier haben wir schon die andere Lanze. Oh, die macht bedeutend mehr Schaden. Da fehlt aber noch einiges an Altmetall und ein bisschen an Wolframlegierung. Und die haben wir leider nicht. Die dürften wir dann aber kriegen, wenn wir die Gegner ausschalten. Oh ja, wir müssen das Altmetall erstmal lagern. Sicher ist sicher. Genau. Schönen Tag, Warren. Also müssten wir hier in einer Art auch schon sowas wie grinden, damit wir dann dementsprechend auch genügend Rohstoffe haben, dass wir uns dann aufrüsten können. So ein riesenfetter Gegner. Oh Gott. Ich glaube, das ist erstmal noch nichts für uns. Ist nicht schön, dann müsste es uns das jetzt wieder Energie gekostet hat.
So, Waffenfertigkeit erhöht. Das ist schon mal nicht schlecht. Muss allerdings nur noch einmal Energie auffüllen. Da hätte ich mal ausweichen sollen. Der sieht auch nicht wirklich gesund aus. Das war so klar. Naja, wir hätten sowieso zurückgemusst. Sonst ist halt Metall wiederholen. Pass auf dich auf. Der Ratschlag ist durchaus nicht unbegründet. So wie ich mich hier anstelle. Das sind ja noch die einfachen, die haben noch nicht das mit diesem Laser. Was auch ganz gut ist. Hinten sind die wieder mit dem Laser. Und oben ist auch wieder der Typ. Unten war ja auch noch einer. So, den hier oben mal töten und uns unser Altmetall holen. Hat natürlich auch wieder volle Energie. Jawohl, volle Kanne zerlegt. Gute Neuigkeiten, Jungs. Wir haben hier unten endlich die neue Ausrüstungsmontageeinheit bekommen. Und keine Sekunde zu früh, die Alte hat schlimmeren Müll ausgespuckt, als man drin gesteckt hat. Fürs Erste müsst ihr die Blueprints allerdings manuell auf euren lokalen Accounts freischalten, jedenfalls bis zum nächsten Interface-Update. Der Rest ist, wie ihr habt. Wählt aus, was ihr braucht, stellt sicher, dass ihr die richtigen Materialien eingeschmissen habt und drückt OK. Der hat auf jeden Fall einen interessanten Slang drauf. Mal gucken, ob er jetzt hier das überladen kann, was wir vorher nicht überladen konnten. Ist immer noch gesperrt. Nee, das ist noch rot, das wird nichts. Dafür reicht die Kernleistung noch nicht aus. Ja genau, das könnte ich doch machen, weil die hätte ich doch erst aufgepowert gehabt. Ah, jetzt ist das Ding hier frei. Jetzt können wir hier interagieren. Ja, und so schalten sich dann die Stages nach und nach frei. Und findet nach und nach noch Zeug. Wir hatten schon wieder Probleme mit Robert Weave. Dieses Mal über das Exorig-Programm. Er verweigert die Implantation. Wir haben ihm erklärt, dass der Eingriff minimalinvasiv erfolgt. Ihm sogar eine Verdopplung seines Bonus angeboten. Aber nein. Er denkt, das Management will damit die Belegschaft kontrollieren. Hat sogar wieder mit seinem Gewerkschaftsschwachsinn angefangen. Wenn er die anderen mit diesem Quatsch vergiftet, wirft uns das um Monate zurück. Es ist erstaunlich. Er scheint es kein bisschen als Arbeitserleichterung zu sehen. Ich empfehle die Terminierung seines Vertrags. Wir haben uns schon zu viel mit seinem Müll rumgeschlagen. So, sind wir jetzt wieder an neue Informationen gekommen und wieder neue Rohstoffe.
Ja, mehrere gleichzeitig ist keine gute Idee. Gehen wir erstmal wieder zurück. Hier noch irgendwo was zu interagieren? Ne, da ging es nur hoch. Muss das mal aufpeppeln. Benötigst du Hilfe, Warren? Kernleistung erhöhen. Erhöhen wir nochmal. Schon mal auf 13. Kostet zwar jetzt einen Haufen Schrott, aber naja, gut. Ah, neue. Verlangsamt den Energieverlust, okay. Regeneriert Energie nach der Injektion. Ja, dann machen wir das hier mal mit dem Erhöhen der Energie generell. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier können wir noch nichts freischalten, soweit sind wir noch nicht. Nur Altmetall mal lagern. Es fehlen immer noch Materialien. Sehr bedauerlich. Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir uns jetzt hier nochmal weiter durchkämpfen. Und dann mal gucken, dass wir uns noch mehr Ressourcen beschaffen. Im Großen werde ich wohl so schnell nicht platt machen können. Auch immer in alle Ecken und Nischen gucken am besten. Weil gibt ja hier immer viel zu sammeln. Genau, jetzt sind wir hier hinter. Mit dem was hier zubauen. Von den Einfachen. Hier sitzt einer wieder mit dem Laser und dieser Nahkampfwaffe. Okay, hinten geht es zu einem Block. Wir sollten jetzt zu so einer Magnetschwebe bauen. Das scheint hier oben der Zugang zu sein. Genau. Dann müsste doch das irgendwie sein. Haben wir hier gleich zwei. Na prima. Dann geht's noch nicht mal weiter. Also außer Spesen nichts gewesen. Gucken wir hinten gleich mal. Noch was? Nee, schaut nicht so aus. Geht sicherlich hier irgendwo hoch. Okay, jetzt sind wir hinter den Trümmern. Genau, die Bahn geht noch nicht. Kann nicht geöffnet werden.
Aufgrund der jüngsten Ereignisse und der anhaltenden Bedrohung für die Sicherheit hier bei Creo bitten wir alle Mitarbeiter, wachsam zu bleiben. Bitte, wenn ihr verdächtige Aktivitäten beobachtet oder etwas gehört habt, dann meldet euch bei eurem Vorgesetzten. Schützt euch selbst, euren Job. Hier steht was von hoher Energie. Terrorismus ist unser aller Problem. Darüber können wir es bestimmt freischalten. Die ist dicht. Ging es runter, aber da war es dunkel. Da bräuchten wir so einen Spezialaufsatz. Sonst sehen wir da unten nichts. Die Frage ist nur, wo wir den herkriegen. Bestimmt von einem von denen hier drinnen. Hier hinten ist auch noch so ein Aufsatz. Irgendwas zum Aufsammeln. Beleuchtung, Brustmodul benötigt. Na prima. Das haben wir ja leider Gottes nicht. Und man sieht hier so wunderbar toll alles. Also werden wir wohl zurückgehen müssen. Mal gucken, ob wir da jetzt was aufrüsten können. Was da unten ja ziemlich duster ist. Oh, wir sitzen jetzt hier auf. Okay, hier geht's wieder hoch. War ja draußen angezeichnet. Also dann langsam wieder zurück, weil bei dem ganzen Material, was wir jetzt mit dabei haben. Wäre das vielleicht nicht verkehrt.
Oh ja, und ist ja schon wieder die Hauptfertigungsreihe. Ah, jetzt kommen wir so natürlich nicht wieder zurück. Gut, dass der Fallschaden jetzt nicht so extremst war. Auf jeden Fall jetzt erstmal raus. Falsche Richtung. Aber hier hatten wir ja auch noch eine Abkürzung freigeschaltet. Können wir zumindest erstmal den Schritt wieder zurückbringen. Willkommen, Warren. Wieso kommen wir jetzt nicht mehr raus? Ist ja toll, wir kommen nicht mehr in die Sicherheitsstation rein. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Erhöhtes Gefahrenpotenzial. Zutritt vorübergehend verwehrt. Ah, ist wegen dem in den Gegnern. Aha. Ist auch noch auch schon gut zu wissen. Lüft. Den ich im Moment nicht benutzen kann. Jetzt geht's auch. Willkommen, Warren. Ja, Kernleistung Exeric aufwertet. So, ah, hier unten. Jetzt können wir ein neues Implantat reinsetzen. Das mit dem Regenerieren ist ganz gut. Implantat Slots 8. Schaden machen wir leider im Moment noch nicht wirklich viel. Ja, hierfür fehlt uns jetzt Schrott. Das ist natürlich echt bescheiden. Wir müssen jetzt erstmal Schrott sammeln, dass wir dann wieder etwas stärkere Waffe benutzen können. Ich weiß gar nicht, wie weit diese Trial-Version überhaupt geht. Ich habe noch nicht geguckt gehabt. Könnten aber, glaube ich, auch bis hier hoch schießen. Da muss man auch vorsichtig sein. Genau, jetzt haben sie mich nämlich im Visier wieder mit ihrem Laser.
bisschen mehr Ausdauer wäre ganz gut. Oder halt ein bisschen mehr Schaden machen. Jawohl, ja. Das ist ja nicht mal übel. Toll, keine Lebensenergie mehr. Ist nicht so günstig. Jetzt auch den ganzen Schrott nicht verlieren. Jetzt sind wir durch so eine ganze Horde zurück. Da oben runterfallen lassen können wir uns wieder nicht. Das funktioniert nicht. Dafür haben wir nicht mehr so viel Energie. Das heißt, wir müssen uns wohl oder über hier so zurückkämpfen. Nicht toll ist. Mal einmal erwischt und die Sache ist durch. Willkommen, Warren. Jawohl, jetzt können wir wesentlich mehr Schaden machen. Das Teil auch, ich hoffe es mal. Nee, aber nicht. Jetzt haben wir es aber dran. Plantate verwalten, Inventar. Verbrauchsgegenstände. Okay, die haben wir auch noch nicht verbraucht. Jetzt habe ich auch das mal. Ein Haufen Altmetall, sehr interessant. Das hätte ich wohl mal vorher machen sollen. Bein hatten wir schon, Modelle. Brust noch nicht. Ein Kopfmodul.
kann man nicht aufwerten, da fehlt uns ein bisschen was. Energie vielleicht wieder aufwerten? Ja. Kostet zwar jetzt einen Haufen Metall, aber mal gucken. Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Ja, Rest müssen wir mal einlagern. Benötigst du Hilfe, Haufen. Warren? Metall weggebracht. Schönen Tag, so. Warren. Das dürften wir uns ja mit den anderen besser anlegen können. Okay, die stellen jetzt erstmal nicht mehr so eine große Problematik da. Lassen sollte man sich trotzdem nicht von denen. Jawohl, ja. Das nicht zum Teil etwas übertrieben ist. Wie kann man da hier hoch? Ah, fuck.